Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Ja, wie ihr seht, wir sitzen hier im Volvo. Hatten wir vorher ein Volvo? Ich glaube ja, aber schon lange nicht mehr. Hier innen drinnen, ne? Die Geschenke sind am Start. Ich glaube, ihr wisst, was das heißt, ne? Wir haben hier einen Tag vor dem Weihnachtsmann-Tag. Ich habe den zusammengeklebt im Shop. Na, wir haben einen neuen LKW gekauft. Wollen wir uns den mal anschauen? Guck mal, der sieht nämlich so aus. Ich finde den eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Hier wieder so ein Weihnachts-Paint-Job-Lackier-Zeugs drauf auf den Trailer, passend zum LKW. Ja gut, die Schenke, ne? Die Textur ist aber okay. Also das Gesamtpaket hier, das ist schon vernünftig. Das funktioniert miteinander, ne? Der hat eigentlich schon wieder alles, was man braucht für so eine fette Karre, ne? Merry Christmas steht hinten dran. Dicke Auspuffanlage, haufenweise Zeug, überall Lämpchen und so, ne? Tuning-Paket, hier so an den Spiegeln, da sind Lämpchen und der hat hier eine Million Blinker. Ja. Ne? Ich würde sagen, wir legen los. Ich habe wohl schon einen Auftrag an Land gezogen. So, guck mal, mit den Blinkern meine ich das hier. Hier an der Seite blinken die alle mit. Ja. Hat auch Rundumleuchten, die wir eigentlich nicht brauchen, weil wir haben ja hier einen Trailer dran, ne? Ein betriebsinternen eigenen. Ja, von innen drin sieht das ungefähr so aus. Ich glaube, das Schild, ob das leuchtet, weiß ich gar nicht. Werden wir sehen. Wir haben an Bord Trauben, 14 Tonnen. Die müssen wir von Leipzig nach Mannheim bringen in die Metro. Wir haben dafür 10 Stunden Zeit und wir müssen in 10 Stunden Pause machen. Wir brauchen 7 Stunden, bis wir da sind. Das heißt Abfahrt. So, dann düsen wir mal los mit die Karre. Ich finde den ja nicht so schlecht eigentlich. Und der glänzt, Mann. Was der glänzt, ist ja der Hammer. Warte mal, irgendwie ist doch hier... Hier ist doch was verkehrt. Seht ihr das? Oh, da müssen wir nochmal in den Shop. Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Da hat der Azubi unten an der Alu-Unterfahrschutzleiste, da hat er irgendwie die eine Lampe verkehrt rum und eine vergessen. Und ja, da müssen wir da nochmal in die Werkstatt. Hilft ja alles nichts. Muss ja vernünftig sein, also los. Gott sei Dank, ich sehe hier auf der Map, die Werkstatt ist direkt hier vorne. Dann fahren wir da mal schnell rein. Den kann er wohl nicht, ne? Das muss er ordentlich. Ey, der fährt aber los mit die 14 Tonnen Trauben. Der hat doch 750 PS, glaube ich, volle Pulle, alles was geht. Ich glaube, der tut sich damit jetzt nicht so schwer. Wäre jetzt auch nicht verkehrt, also, ne? Wenn wir ordentlich mal vorankommen, wäre schon schön. So, auf den Hof. Schönen guten Tag. Und dann müssen wir das mal schnell in Ordnung bringen hier. Das geht ja so nicht. Also. Dieses Teil. Hier brauchen wir einen linken. Und hier brauchen wir einen rechten. Jawohl, so wird ein Schuh draus. Haben wir hier doppelt gemoppelt. Ist doch supi. So, kostet richtig Geld. Bin ich ganz froh drüber und... Wir müssen... Was ist denn jetzt los? Achso, die Zusatzbeleuchtung noch einschalten. So, dann hätten wir's. Licht an. Und Feuer frei. Tschüss, Leute. So. Dann ziehen wir mal ab. So, wir müssen hier lang. Straße ist frei, denn los. Weil wir haben 474 Kilometer... Das ist nicht wenig. Kriegen wir aber hin. Ich denke mal, der Volvo hier hat Bock. So. Ah, sind wir über den roten Ampel gefahren? Nö. Wir haben ja hier oben diesen Prallspiegel, ne? Guck mal, ein Stückchen können wir noch. So. Dann sehen wir das auch im Beifahrerfenster. Übrigens, hier ist Wegzehrung. Ja, da liegt eine Stulle. Eine angebissene. Ja, musst du haben. Wir haben grün und los. Halb 10 morgens in Deutschland. Ja. Hab leider keinen Knoppers, aber es ist wurscht. Ist ein schöner LKW, oder? Sag mal, sei mal ehrlich. Kann man mit rumfahren. Und ich hoffe, heute passiert unterwegs nicht allzu viel Zeug. Ja, also von mir aus kann auch eine recht ruhige, entspannte Fahrt werden. Wir werden sehen.
knapp. Freunde des einen Tag vorm Weihnachtsmanntag. Ich hoffe natürlich, ihr seid alle schön artig gewesen. Ja, sonst liebt ihr morgen nichts, ist ja klar. So. Morgen noch immer Weihnachtskalender oder Adventskalender öffnen und dann ist das Thema erledigt. Das Jahr ist dann auch bald rum, also, ne? Dann kommen die Tage, wo heftig hin und her gefahren wird und sich richtig die Wampe voll gekloppt wird zu jeder Mahlzeit, ne? Frühstück, Mittag, Abendbrot, zwischendurch Kaffeekuchen. Ja. Ach, schön. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass im ETS und im ATS irgendwie in der Vorweihnachtszeit in so eine Aufträge kommen, dass man mit so einem Trailer mit die Schenke durch die Gegend fährt. Aber das könnte eventuell zu Heiligabend so sein, oder? Weiß ich jetzt aber nicht so ganz genau. Ist aber auch wurscht. Wir haben die Schenke hinten auf dem Trailer, der passt schon. Na? Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Kombi echt nicht hässlich. Das ist mal wieder so ein richtig schmucke Ding. Aber so was siehst du ja so gut wie ja nicht mehr auf den Straßen. Also die Zeiten von den Dingern ist vorbei, oder? Ist einfach zu teuer. Ich denke mal, keine Firma wird die LKWs noch... Also viele Firmen, glaube ich, die kaufen die LKWs nicht mehr. Ne? Die leasen die Teile, die machen da dann halt nur den Service und ne, zahlen jeden Monat ihren Abschlag und fertig. Ich glaube, also wirklich, wenn dann nur noch mehrere Privatleute, die einen eigenen LKW haben oder... kleine Firmen, die sich das wirklich kaufen, aber ich denke mal so große Speditionen oder so, da läuft alles über Leasing und da wird so ein Ding nicht mehr mit Airbrush lackiert oder foliert, sondern ne, die Dinger fahren dann einfach und fertig. Deswegen sieht man so eine in Anführungsstrichen Showtrucks immer weniger eigentlich. Aber ist trotzdem schön, also seid mal ehrlich, so ein cooles Ding oder nicht? Kann man mal mit rumfahren. So. 440 Kilometer noch. Wir müssten erstmal auf Reisegeschwindigkeit kommen. Ich denke mal so 83, 84. Oh, haben wir schon. Daniel hat Geld verdient. Das ist toll. Also der LKW, der war echt teuer. Ich glaube, ich habe für den Volvo nur für die Zugmaschine... Boah. 340, 350.000 bezahlt? Richtig teuer. Du konntest hier aber auch alles verändern, ne? Auspuff. Also wirklich jeden Müll konntest du hier machen. Richtig teuer. Aber sieht halt dementsprechend auch echt klasse aus, muss ich sagen. Also hier fällt mir wirklich optisch top. Schönes Ding. Guck mal, alleine die Lackierung, die ist schon echt teuer. Ich glaube, das waren 25.000 nur für die Lackierung. Ja. Und ich hatte da auch erst eine andere drauf. Dazu war aber komischerweise passend kein Trailer, wo ich mir dachte, nee. Gut. Habe ich den nochmal geändert. Hat Gott sei Dank mit dem ganzen Tuning-Krempel immer noch im Farbkonzept hineingepasst. Und ich bin hiermit eigentlich auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ne, ist echt nicht hässlich. Geht schon. Kann man mal mit rumfahren. Jetzt würde ich mir wünschen, dass hier Schnee liegt, aber dem ist leider nicht so. Naja. 8.700 von Yvonne, siehst du, die weiß, wie man an Geld kommt. Andere Frage. Kann ich mir hier irgendwo die Tempomatgeschwindigkeit anzeigen lassen? Ah jo, da oben. Nee, ist aktuell momentan die Geschwindigkeit, oder? Hm. Oder ist das doch Tempomat? Weiß ich gar nicht. Egal. Wir fahren erstmal nach Richtung Frankfurt am Main drinne rein. So. So. Vielleicht wird das auch mega entspannt. Ich habe keine Ahnung. Also unter Umständen könnte ich mir vorstellen, dass wir sehr viel Landstraße nicht fahren, sondern einfach Autobahn. Ja, und dann solltet ihr reibungslos hoffentlich über die Bühne gehen hier. So ganz entspannt vom Weihnachtsmanntag. Ne, also morgens Heiligabend. Mal gucken. Peter, da. Guck mal, jetzt schleppen sie die dicken Kohlen nach Hause. Wir haben 1,4 Mark. Euro Mark.
Nee, sind 1,4 Millionen. Also ist richtig, richtig viel Asche. Also auf den Spielstand hier, ne, da läuft es. Ist, glaube ich, auch mein allererster Spielstand. Also generell der allererste vom ETS. Deswegen habe ich hier auch so viele Garagen und alles. Und, ne? Hier bin ich schon alter Hase, schon eine Weile unterwegs quasi. Warte mal. Cruise Control, das ist... Das da, in der Mitte vom Tacho, ne? CC, Cruise Control, das ist unser Tempomat. Genau, jetzt ist er aus, jetzt ist er an. Aus, an, aus, an. Oh, jetzt haben wir km/h verloren. So. Und wenn wir hier 84 beibehalten, dann läuft die Sache ab nach dem Tunnel drinnen rein. Das wird Hammer. L-Max wird gleich überholt. Und dann... warte mal, wir sollten jetzt schon mal auf die nächste Spur nicht... Nee, hä, jetzt fährt er genauso schnell wie wir. Hallo? Oh, das hört sich ja geil an. Das machen wir nochmal. Hinter uns kommt die Polizei, jetzt müssen wir aufhören. Sonst kriegen wir mit der Route und keine Schenk. Ja. Genau. Radarkontrolle, vorbei. Oh, messen die am Anfang und am Ende vom Tunnel unsere Geschwindigkeit? So, das gibt ja öfter, ne? Und am Ende kommt dann das Vögelchen. Weil du hast dann eine bestimmte Strecke. Und wenn du die Lichtschranke früher passierst, als du eigentlich mit der normalen Geschwindigkeit passieren würdest, also wenn du früher durchfährst, fährst du halt schneller. Und dann kommt das Vögelchen. Ja, so was haben sie ja öfter. Ja. Aber ihr habt keinen Strafzettel, also alles gut. Wo fahren wir überhaupt lang? Komm, wir gucken mal. Also. An Erfurt vorbei. Dann fahren wir hier auf die 7. Und dann fahren wir, die 7 hört hier auf. Ach, die geht hier weiter. Okay, dann auf die 5. Frankfurt am Main vorbei. Und dann sind wir schon in Mannheim. Also ist bis hier vorne echt nur Autobahn, ne? Na denn? Jeder los. Warte mal, wir könnten theoretisch aber auch hier unten lang fahren. Dann hätten wir hier ein bisschen... Ach nö. Wir fahren so, wie das Navi uns jetzt sagt. Wird ja denn wohl der schnellste Weg sein? Anscheinend. Also erstmal immer Richtung Frankfurt am Main und von da aus dann Richtung Mannheim. Ich würde so gerne schneller fahren, ne? Weil die 84, die kommen mir gerade so richtig lahm vor. Oder ich bin verwöhnt vom ATS. Weil da kannst du ja mit 75 Meilen pro Stunde, ich hab keine Ahnung, da sind ja über 100 Klamotten, glaube ich. Und da laufen die LKWs halt volle Pulle, ne? Ey, da oben ist eine Burg. Ja, geil. Guck. Schön. Ist genauso schön wie da. Aber ist so sehr hoher Glanzgrad, ne? Auf der Lackierung irgendwie. Hm. Oh yeah. Hier hinten ist noch eine Burg. Die gibt ja auch irgendwo so eine Ecke, die drei gleichen, oder wie das heißt. So. Guck mal, jetzt schreit er aber hoch den Berg. Sind das hier die Kasseler Berge? Also, guck mal hier, der fährt hier gerade mit 77 und der hat volle Hütte PS. Also, der hat hier richtig Pferde. 750 an der Zahl. Aber der LKW ist schön. Also, optisch gefällt er mir sehr. Mit der Lackierung. Was mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen stutzig macht, der hat ja diesen ollen Radardongel da vorne dran, ja, für Abstand und so. Wenn der jetzt so diesen Bullenfänger mit Gitter hat, dann ist das doch alles hinfällig, oder? Hm. Na gut, die werden sich da vielleicht schon was beidacht haben. Oder auch nicht, je nachdem. Wir haben auf jeden Fall erstmal zu fahren. Guck mal, 270 Kilometer noch. Ey, geht der doch schneller, als ich dachte. Na dann. Ja, Freunde, wie gesagt, dann ist das Jahr eigentlich auch schon so gut wie zu Ende. Ist viel passiert in diesem Jahr. Definitiv. Ich bin nur schon am Überlegen.
Weil nächstes Jahr auch relativ zum Jahresstart würde ich eigentlich gerne was Neues machen. Also quasi ein neues Let's Play anfangen. Da, Einkommen, Nathan, 5.500. Ey, die Kohle, die rollt hier rein. Die Angestellten, die sind sowas von fleißig und schaffen uns die Potte voll. Das ist der Hammer. Du brauchst bald ja nicht mehr machen, ne? Frederik hat auch nochmal Geld mitgebracht. Schön. Warum fahrt ihr hier so langsam? So, wir sind auf der Überholspur, ist ja klar. Wahrscheinlich wegen dieser schmalen Engkurve da gerade, ne? Kirchheimer Dreieck. Da müssen wir uns auf jeden Fall links halten. Aber guck mal hier, Straßenführung, ne? Berg hoch, Berg runter. Geht eigentlich Frankfurt am Main. Das ist immer noch unsere Richtung. Ich glaube, das sind jetzt hier die Kasseler Berge, oder? Ach doch, sieht schon cool aus. Also der ETS hat auch so seine Eigenheiten, die mir sehr gut gefallen. Ich fahre zwar theoretisch landschaftsmäßig lieber im ATS, aber ist ja nur auch kein Geheimnis mehr. Aber das geht hier schon, ne? Vor allem du schaffst ja halt richtig Strecke. Diese Kilometer- und Meilenangaben macht schon echt einen Unterschied. Vor allem, wenn du mal diese Meilen in Kilometer umrechnest, ja, da merkst du mal, wie viel Strecke das eigentlich wirklich ist. Vor allem auch die Geschwindigkeit, wenn du das von km/h an Meilen umrechnest, dann denkst du auch, Mann, die Karre, die rennt ja wie Sau. Na? Aber er hier macht doch einen guten Job. Schön den Berg hochschreien hier. Herrlich. So, sind wir noch auf Kurs? Ja, warte mal, wir müssen aber ihn rüber. Da steht schon Mannheim am Schild. Da ist unsere Zieladresse. Da müssen wir hin. So, wir wollen nämlich auf die 5 bleiben. Deswegen fahren wir hier lang. Ja, eigentlich so ja zwei Sachen. Also eine Sache startet definitiv am Jahresanfang. Da warte ich schon auf heiße Kohlen die ganze Zeit drauf. Dachte mir aber, hey komm, ja, das machen wir schön zum Jahresanfang, was Neues. Wir starten das Jahr mit einem neuen Let's Play. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, wie gesagt, LS läuft auf jeden Fall weiter. Und wo ich echt Bock drauf hätte, so langsam wäre echt Minecraft. Da rede ich ja schon Ewigkeiten von, dass das mal kommen soll. Und ja, müssen wir mal gucken. Ich denke, so langsam ist die Zeit dran. Vielleicht wird das auch eine Riesenkatastrophe. Ich habe so ja schon mir die Tage einen Titel dafür ausgedacht. Ja, wir schauen einfach mal. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Wir werden sehen. So, krass, wie der hier berghoch ist. Hier ist so ein Rasthof, oder? Hier ist nichts weiter. Ach doch, der LKW ist schon cool, der gefällt mir. Kann man mit rumfahren. Wollen wir den rauflassen? Nö. Nö, guck mal, der fährt doch schneller als wir, der schafft das schon. Wenn wir jetzt hupen, ist mega laut. Da ja. Gott. Das ist eine schöne Ansicht. Guck mal hier, die Blinker. Normalerweise hat er einen, glaube ich. Jetzt hat er drei. Hat wieder einer übertrieben. Ah, würde ich mir manchmal wünschen, dass wir mehr so eine von vorne heran Fahrperspektive haben, ne? Aber der fährt immer aus dem Bild raus. Also wäre echt schöner, wenn wir mal, so wie eben gerade, dass wir aufeinander zufahren. Das wäre schon optisch manchmal interessanter, wie immer nur hinterher gucken. So war zum Beispiel, genau, so eine Vorbeifahrt, eine schöne. Nochmal.
schon cool. Oh. Ich habe auch wieder irgendein Update. Also die haben im Menü selber schon wieder. Ach, das ist ja perfekt. Die haben im Menü selber schon wieder irgendwas geändert. Warte mal, hier ist dreispurig, ne? Wir fahren mal rüber. So. Okay, ich glaube, wir fahren gleich wieder in der Mitte, weil den da vorne, den schieben wir gleich weg. Wir müssen auf Kurs bleiben, wäre eigentlich auch recht wichtig. So. Guck mal, wenn der so fährt, das ist doch voll der hübsche LKW. Oder? Nee, fällt. Sehr, sehr schön. So, ihr seht bergab. Jetzt müssen wir mal wieder hier richtig vernünftig gucken. Nicht, dass wir hier wieder irgendeinen Mist machen, kurz vor Ende. Weil wir sind also bis zu diesem Zeitpunkt relativ vernünftig über die Runden gekommen hier. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Wir müssen in 5 Stunden pennen. Wir müssen in 5 Stunden da sein und wir sind in 1,5 Stunden beim Kunden. Das läuft doch. Und dann kriegen wir dafür 19.351 Euro. Das ist eine schöne Tour. Ist nicht so sehr weit. Also sind nicht ganz 500 Kilometer. Und kriegen wir fast 20.000 für. Ist schon okay. Wir haben noch nicht mal mehr 100 Kilometer. Ist mega entspannt. Ist sehr, sehr schön. Wir könnten jetzt am Ende nochmal richtig Vollgas geben, aber ich bin eigentlich gar nicht gewillt, hier das Ding jetzt auszureizen. Ich würde vielleicht lieber nochmal ein schönes Bild machen, weil der sieht echt nicht hässlich aus. Mainz, Wiesbaden, Mannheim. Also ich denke mal, wir werden noch bald abfahren, oder? Oh, unser Navi hat leichte Problematiken. Hier leuchtet wieder alles rot und flackert rum. Also hier der Bordcomputer, ne? Wir haben hier intern so ein Radio-Ding-Tüdelüt normalerweise, aber da ist Feierabend. Nüscht. Los. Schade, da oben fliegt ein Flugzeug. Also was das hier mit den Navis auf sich hat. Wahrscheinlich irgendein Modpaket mit irgendeinem Zubehör. Da, guck, rotes Bild, weißes Bild, schwarzes Bild. Was willst du machen? Oder dass der Stecker nicht richtig drin, dass das Ding am Rumspakulieren ist. Ich weiß es nicht. Ist mir auch real. Wir kicken aus dem Fenster und das ist okay. Hier ist ein Flughafen, oder? Ja. Da stehen Flugzeuge. Basel, Mannheim, 52 Kilometer noch. Na, siehst du. Ach, schön, gefällt mir. Und ich habe mitgekriegt, ich habe in den letzten Folgen im ETS richtig Kohle für neue LKWs ausgegeben. Und das sind alle so eine Airbrush-Monster geworden. Ich wollte die Skin-Geschichte einfach mal ausprobieren. Und ich muss sagen, die Lackierung hier ist mal ohne Quark, die gefällt mir. Sehr angenehm. Gefällt mir bald noch besser, wie das, was ich davor hatte. Da wollte ich nämlich eigentlich so blau machen. Oder hatte den blau mit so einem Weihnachtsmann mit die Schenkel drauf. Dazu passend gab es aber leider keinen Trailer. Da war ich ein bisschen traurig. Weil das gab nämlich irgendwie wieder so ein Paint-Job. Also so ein Christmas-Weihnachts-Paint-Job-Update, wo dann neue Lackierungen mit bei waren. Und da habe ich bei den DLCs mal wieder zugeschlagen. War auch recht günstig. Ich glaube 1,99 oder so. War jetzt nicht so doll teuer. So, Abfahrt. Dann haben wir gleich. Guck mal hier, 15 Kilometer noch. Wenn wir mal schön schmausig und entspannt zum Kunden eiern. Wir haben jetzt kurz auf den Nachmittag. Guck mal hier, 15:18 Uhr. So. Ja, guck mal, ist nicht zu viel Chrom. Ist eigentlich vertretbar. Musste trotzdem putzen ohne Ende die Karre. Was mir aber gefällt, dass der Bullenfänger irgendwie in Wagenfarbe ist. Also ein dunkles Schwarz ist. Oder ganz dunkles Grün ist das hier. Ist optisch auch nicht schlecht. Finde ich bald sogar besser wie so ein verchromter Bullenfänger vorne, oder? Seid mal ehrlich. Geht doch voll klar, oder? Doch, ist schön.
So, wir sind in Mannheim. Jetzt müssen wir nur noch die Metro finden. Also ich glaube, wir müssen zur Metro, oder? Sag mal. Zielort Metro Mannheim, genau. Ah! Oh oh. Gut, damit ist das Ding hinfällig. Aber ich wollte jetzt keine Vollbremsung hinlegen. Dann lieber die 360 € kassieren als Strafe. Dafür stehen unsere Trauben sicher und vernünftig auf dem Trailer. Boah, das ist aber auch gefährlich und eng hier. Mit zwei LKWs nebeneinander. Also fetzen tut es nicht. Komm, wir biegen mal lieber ab hier. So. Da vorne ist die Metro. Dann haben wir die geschafft. Wir fahren viel zu schnell. Aber krass, sieht Mannheim so aus, ja? Haben die auch fette Hochhäuser hier? Geil. Sehr hübsch. Dicken Fernsehturm. Naja. So, nicht rumtrödeln. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Kette machen. Guck mal, die Metro ist ja schon hier vorne. Und da ist ja schon unser Platz, wo wir an der Rampe ranfahren müssen, da in der Mitte. Guck mal, da leuchtet jetzt schon. Da müssen wir hin. Jetzt wäre ich hier fast am Tor vorbeigefahren. Ich hätte gedacht, wir müssen hier irgendwie eine Runde außen rum drehen, aber nö. Hier müssen wir rauf. Na denn. Mal schön ran. So, waren wir mit dem Kopf aus dem Fenster? Ein bisschen ein Stück vor, ne? Ist hier noch Platz am Zaun? Ja, ein bisschen. Ah, hier sind Laternen. Nicht cool. So, jetzt aber. Oh, dass die Lackierung so glänzt. Also, hätte ich jetzt nicht mit dir gerechnet, aber ich finde das ja nicht schlecht. Ja, wir stehen ein bisschen weit rechts. Warte mal. Da fahren wir nochmal raus und nochmal ran. Ich hätte das gerne perfekt, ne? Der innere Monk, ihr wisst Bescheid. Einen kleinen dicken rüber. So. Ja, so wird doch da ein Schuh draus. Guck mal. Jetzt rum, ein bisschen gerade. Ah, ich stehe zu weit links, wa? Nein. So, wie sieht es von draußen aus? Ist es akzeptabel oder beschämend? Oh komm, wir machen das doch mal vernünftig. Jetzt aber. Man hat hier so richtig geile Betonkanten eigentlich. Guck mal da, diese Fuge. Daran kannst du dir richtig geil irgendwie die Markierung holen und dann hast du auch die richtige Richtung. So. Licht aus. Motor aus. Freunde, wir sind da. Dinger relativ flott. Und abladen. Jetzt kassieren wir nochmal schnell die 20.000 und dann hätten wir's. So. Freunde, das war mir ein Fest. Ja? Denkt dran, auch heute noch schön artig sein. Morgen kommt der Weihnachtsmann und ich hoffe, der bringt für euch alle schöne Geschenke. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Frohe Weihnachten.